Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es mir um die Kamera Canon EOS 200D, eine Einsteigerspiegelreflex, die eine ganze Menge Extras hat und ich glaube, es lohnt sich, die Kamera anzuschauen. Viel Spaß! Bevor wir anfangen, erst einmal ein riesiges Dankeschön an alle neuen Follower, die meinem Kanal jetzt folgen. Euch wünsche ich viel Spaß bei meinen neuen Videos. Vielen Dank, dass ihr mich mit eurem Abo unterstützt. Und zwei neue Abonnenten, den Hannes und den Nils, möchte ich ganz besonders grüßen an der Stelle. Sie haben sich erst vor kurzem dafür entschieden, meinen Kanal zu unterstützen. Vielen Dank dafür. Ein dickes Dankeschön geht an euch raus. Ja, euch auch viel Spaß bei meinen Videos. Die Canon EOS 200D. Ich habe mir diese Kamera rausgenommen, weil ich der Meinung bin, dass diese Kamera eine ganze Menge mehr kann als eine bloße Einsteigerspiegelreflex. Ich habe ein Video zur Canon EOS 1300D gemacht. Wer es noch nicht kennt, einfach mal in meine Playlist schauen. Dort liegt das Video drin. Die Canon EOS 200D hat eine ganze Menge mehr an Funktionen und auch nette Extras, die nur knapp bei 100 Euro mehr Aufpreis doch recht sinnvoll sind. Fangen wir an mit dem Body. Die Kamera ist sehr kompakt, ist für eine Spiegelreflex sehr klein gehalten und hat dennoch einen guten Griff, um zumindest drei Finger drauf platzieren zu können. Hier gibt es schon den ersten klaren Unterschied zur Einsteiger 1300D, die ist nämlich ein Ticken größer. Der Unterschied im Body liegt hier vor allem darin, dass ihr einen sehr kompakten Body habt, hier nur drei Finger drauf platzieren könnt. Wenn ihr jetzt eine Frau seid und habt kleine Hände, dann passen vielleicht auch alle vier Finger drauf. Bei mir passen nur drei Finger drauf. Ein ähnliches Prinzip wie bei den spiegellosen Kameras. Kleine Kamera und das Handling ist halt anders. Der Griff ist sehr gut, mir gefällt der Griff sehr, sehr gut. Er gefällt mir besser als bei der 1300D, was die Tiefe angeht. Er gefällt mir auch besser als bei der 100D, die Vorgängerin. Auch hier war der Griff nicht ganz so gut ausgespart. Hier ist er wunderschön rausgearbeitet. Ich kann die Kamera viel besser anpacken. Was mir auch gut gefällt, sind die vielen Direkttasten. Du hast nicht so viele wie bei einer 80D, aber du hast so viele Direkttasten, dass du die Kamera mit allen notwendigen Parametern bedienen kannst und du kannst alles, was fürs Bild notwendig ist, größtenteils einstellen. Ihr habt zum Beispiel Tasten für die ISO oder für das Display. Ihr habt hier den AV-Button, ihr könnt das Play-Menü aufrufen, ihr könnt auch den Live-View direkt anwählen und das Menü. Also ihr habt eine ganze Menge Tasten, die direkt einen Zugriff erlauben. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die Anschlussmöglichkeiten per WLAN und NFC. Wer das von den anderen Canon-Kameras kennt, der weiß, was ich meine. Wer es noch nicht kennt, dem sage ich jetzt, ihr könnt hier die Kamera per Knopfdruck mit eurem Smartphone verbinden, egal ob Android oder iOS oder ein Tablet. Ihr könnt die Kamera sehr schnell verbinden und könnt darüber eure Fotos machen. Das heißt, ihr könnt in aller Ruhe auf eurem Smartphone die Einstellungen auswählen und könnt das Foto über das Smartphone steuern. Sehr geil. Was mir auch sehr gut gefällt, sind die Anschlussmöglichkeiten. Ihr habt hier HDMI, und zwar den Mini-HDMI als Anschluss. Ihr habt noch Mini-USB als Anschluss. Und auf der anderen Seite befinden sich einmal Anschlüsse für ein Mikrofon und für eine Kabelfernbedienung. Das reicht auch völlig aus. Ihr habt hier oben noch einen Blitzschuh, das heißt, ihr könnt hier oben noch einen Blitz oder einen Funkauslöser draufsetzen oder whatever. Egal was es an Zubehör gibt, mit Blitzschuh funktioniert es hier oben, egal was es ist. Was ich ziemlich geil finde, ist hier die Möglichkeit hier oben das Ein- und Ausschalten. Das ist ziemlich gut, ihr könnt mit dem Daumen praktisch die ganze Kamera einhändig bedienen, inklusive Ein- und Ausschalten und auf Videomodus schalten. Das geht nur bei der 200D. Das geht bei keiner anderen Kamera von Canon. Alle anderen müssen, wie gesagt, mit links eingeschalten werden oder hier oben und dann muss man hier irgendwo umschalten. Hier hat man einen Schalter für alle drei Funktionen. Finde ich ziemlich geil. Was mir besonders gut gefällt, und das ist glaube ich auch das Highlight der Kamera, das ist der dreh- und schwenkbare Monitor. Also ein echter Swivel-Monitor, wie bei der 80D oder der 6D Mark II oder bei der 70D. Und dieser Monitor ist meiner Meinung nach sogar ein Ticken besser als der von der Canon 77D. Warum, möchte ich hier auch sagen. Ganz einfach, es sieht besser aus.
Er ist einfach für meine Begriffe hochwertiger. Er hat nicht so einen dicken Plastikrahmen, sondern hat einen viel eleganteren Glasrahmen. Das Plastik befindet sich wirklich nur am äußeren Rand und somit sieht das Display viel besser aus. Ihr habt hier einen 24 Megapixel APS-C Sensor verbaut. Es ist der identische Sensor aus der 80D. Das heißt, ihr bekommt hier einen Sensor von einer Kamera, die weit über 1000 Euro eigentlich liegt. Hier schon in fast unter 500 Euro verbaut. Ich finde, es ist ein Riesending. Die Kamera orientiert sich auch an allen Usern, die mit spiegellosen Systemkameras liebäugeln, weil sie eben so klein und so flach ist. Ich zeige sie euch mal. Also es ist schon ein rechter Unterschied zu einer normalen Kamera. Ich zeige euch mal den Unterschied zu einer spiegellosen. Wenn ich mir jetzt die spiegellose, die Sony A7 dagegen halte, seht ihr, es gibt gar nicht so viel Unterschied. Also ein Ticken, die Sony ist sogar ein Ticken größer und massiver, aber letztendlich so viel nimmt sich das nicht. Bedeutet natürlich auch, dass ihr bei einem größeren Objektiv, wie hier dieses Canon L-Objektiv, wenn ihr das hier ran macht, habt ihr natürlich auch sehr schnell eine Kopflastigkeit. Also ein 70-200, 2.8 hier dran oder selbst das 4er wird dann halt auch sehr schnell kopflastig. Das ist immer so der Trade-off bei den Kameras. Habe ich eine kleine Kamera und habe ein großes Objektiv, dann ist es ja kopflastig. Habe ich eine große Kamera, dann ist sie meistens unhandlich oder einfach unpraktisch und man nimmt sie nicht mit. Ja. Der Autofokus ist viel besser als bei der 100D, auch viel besser als bei der 1300D Einsteigerkamera. Ich habe es jetzt mit verschiedenen Objektiven getestet und ich muss sagen, die 200D ist ziemlich flott und ich merke bei Tageslicht kaum einen Unterschied zu meiner anderen Canon Kamera. Canon macht das natürlich marketingtechnisch sehr intelligent. Man sagt sich, die günstigeren Kameras bekommen nicht die besten Autofokusmodule, damit man den Anreiz hat, eine teurere Kamera kaufen zu müssen, wenn man einen besseren Autofokus möchte. Nichtsdestotrotz habt ihr hier einen Dual-Pixel-Autofokus verbaut. Das heißt, ihr könnt hier im Live-View wunderbar schnell fokussieren. Bei der 100D hatte man noch das Pumpen im Bild. Hier ist gar nichts mehr. Also du tippst auf das Display, es wird scharf. Egal ob Vordergrund oder Hintergrund, das Bild wird sofort dort scharf gestellt, wo du es möchtest, per Fingertipp. Und ziemlich nice, du kannst es auch per Touch auslösen. Das heißt, wenn du jetzt ein Foto machen möchtest und du tippst auf einen Bereich, der scharf gemacht werden soll, dann stellt die Kamera scharf und macht sofort das Foto, sobald dort darauf scharf gestellt wurde. Ansonsten noch was zum Sucher. Der Sucher ist jetzt nicht so groß wie bei einer 80D oder einer 5D oder 1D. Ist klar, ist auch ein APS-C-Bereich und Einsteigerbereich, aber für diesen Bereich und für knapp 500 Euro völlig in Ordnung. Geht für mich völlig okay. Hochzeiten möchte ich damit nicht fotografieren, ist auch klar. Aber so für mal mit dabei haben die Kamera und auch im Urlaub tolle Landschaftsfotos machen, reicht völlig aus. Ich glaube, dass man sowieso mehr das Display benutzen wird und dann zu sich drehen wird, damit man sich selbst dann im Fokus hat und sich selbst halt dann über das Display sieht. Dann vielleicht noch etwas zum Body allgemein. Er ist ja nicht nur klein und hat auch vielseitige Anschlüsse. Ihr habt hier auch eine Gummierung, so wie es sich für eine etwas teurere Kamera dann auch gehört. Selbst die 1300D hat es ja schon. Ansonsten findet ihr noch eine Stativanschlussmöglichkeit hier unten. Also sprich, habt ihr ein Stativgewinde hier unten dran. Was ich nicht so gut gelungen finde, ist die Möglichkeit des SD-Kartenanschlusses. Das ist halt hier unten mit dem Akku. Ich finde es immer nicht so praktisch. Ich bin der Meinung, wenn ich jetzt die Kamera auf einem Stativ habe, dann komme ich meistens schlecht an die SD-Karte oder den Akku dran, wenn es hier unten ist. Das hätte Canon besser lösen können. Man hätte hier oben an der Seite auch den SD-Karteneinschub machen können. Okay, das ist nicht so. Aber ich denke, damit lässt es sich leben. Canon bewirbt ja diese Kamera auch so ein bisschen mit der Sparte, wer eine spiegellose Kamera möchte, kann sich auch diese anschauen und das machen sie auch sehr gut, denn für meine Begriffe ist die Kamera nicht viel größer als eine spiegellose Kamera. Ich zeige euch mal den Vergleich. Das ist die Sony A7 und wenn ich die mal mit der Canon vergleiche, dann seht ihr, das nimmt sich nicht viel. Das Problem, was wir haben, ist wieder bei großen Objektiven, es wird sehr schnell kopflastig, das hast du aber auch bei einer spiegellosen Kamera. Also da ist auch immer das Thema, welches Objektiv mache ich ran? Wann wird es unangenehm beim Tragen? Das sind immer so Dinge, die den persönlichen Präferenzen halt nun mal liegen.
Ich finde sogar, dass sie gegenüber einer spiegellosen Kamera den Vorteil hat, dadurch, dass sie eben nicht die ganze Zeit Displays anhat, sprich im Sucher und hier im großen Display, wirst du mit der Akkuladung viel länger hinkommen als bei einer herkömmlichen spiegellosen Kamera. Canon sagt, der Akku schafft ungefähr 500 Auslösungen ohne Probleme. Das kann ich auch attestieren. So viel schafft sie definitiv. Bei Spiegellosen wird es dann sehr schnell eng. Also da wirst du halt einen zweiten Akku brauchen. Wohingegen du hier für einen Tag auf Reisen wunderbar bequem durchkommst. Du kannst deine Fotos machen und brauchst meistens keinen zweiten Akku. Was die Videofunktion angeht, muss ich sagen, da hätte Canon 4K implementieren können. Das ist halt Stand der Zeit und jedes Smartphone kann das mittlerweile. Leider kann sie kein 4K, sie kann Full HD, das ist okay, das macht sie auch gut, dank des Dual Pixel Autofokus und mit dem Display, wo man sich selber sehen kann, passt das. Was sie aber hingegen noch kann, das ist eine Zeitrafferfunktion. Du kannst hier einen Zeitraffer in der Kamera erstellen. Du kannst zwar keine Bildrate auswählen, aber du kannst dir in Full HD das fertige Video dann rausgeben lassen. Ich würde sagen, ich nehme euch jetzt mit. Wir gehen noch raus und machen ein paar Fotos und ich zeige euch gleich mal noch draußen die Videofunktion und dann könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. Also bis gleich. Jetzt bin ich im Vlogging-Modus. Das heißt, ich halte die Kamera so einen halben Meter von mir weg, also nur mit meinem Arm, kein Gorilla-Pod oder dergleichen. Und ich versuche jetzt, das relativ smooth zu machen, damit ihr auch einen Eindruck bekommen könnt, wie denn die Kamera mit Schwenks reagiert, wie sie mein Gesicht trackt und wie sie sich generell so verhält. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich habe es gerade nochmal angepasst. Es müsste jetzt etwas besser sein als vorher. Aber so ist das schon echt cool. Also ich glaube, wer der neue Instagram-Vlogger werden möchte oder neue YouTuber werden möchte, der wird mit der Kamera definitiv Freude haben. Und ich meine, come on, Full HD reicht da völlig aus. Also man braucht nicht für alles 4K-Qualität. Sehr gut gefällt mir auch das Menü. Es ist nicht überladen oder verspielt. Da gibt es andere Hersteller, die machen das anders und nicht so gut. Bei Canon gefällt mir das schon immer. Und ich muss sagen, was auch sehr toll ist, sind die einzelnen Erklärungen. Das heißt, du bekommst bei vielen Menüpunkten erklärt, was bedeutet was, mit welcher Einstellung kannst du was erzeugen. Finde ich sehr gut, das macht Canon sehr, sehr toll. Gefilmt habe ich das Ganze jetzt mit dem Standard Zoom Kit Objektiv. Das ist ein EFS STM 18-55mm Blende 4 bis Blende 5-6. Dadurch, dass es ein STM Objektiv ist, habt ihr natürlich den Vorteil bei Filmen, keinen Motor im Hintergrund zu haben, also sprich, ihr habt keine Motorgeräusche beim Filmen und ihr habt ein Objektiv, was einen sehr smoothen Übergang, was die Schärfeverlagerung angeht. Ein bisschen traurig ist es, dass es halt mit Blende 4 losgeht, das ist schon heftig, also für einen Standard-Zoom. Man sollte sich auf jeden Fall ein etwas besseres dann zur Kamera kaufen, für den Anfang reicht es aber allemal aus. Ich hoffe, der Videotest der Kamera hat euch einen kleinen Einblick geben können, was man denn alles mit dieser Kamera anstellen kann. Und ich hoffe, es war ein bisschen aufschlussreich. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte etwas mitbringen und etwas mitgeben. Alle Bilder, die ich einblende, wurden mit der 200D auch gemacht. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Vergesst mich nicht zu abonnieren und tschüss.